scheiß Dreckswecker! Herr Schneider, sind Sie schon wach? Darf ich reinkommen? Herr Schneider? Ja, Sie dürfen! Mein Gott, ey. Kaufen Sie mir morgen eine neue. Natürlich, Herr Schneider. Helfen Sie mir hoch jetzt. Ja, natürlich, Herr Schneider. Es geht schon. Es geht schon! Ihr Frühstück ist bereits fertig, Herr Schneider. Ich werde es Ihnen sofort holen. Guten Appetit. Boah, ekelhaft. Ihre Mutter hat heute einen Termin vereinbart. In einer Stunde wird eine Therapeutin kommen. Was für eine Therapeutin? Ich bin doch kein Psycho! Ich brauche keine Hilfe, ich brauche auch Ihre Hilfe nicht. Therapeuten... Bringt mir auch nichts, bringt mir gar nichts. Oder kann so eine Psycho-Olle mir meine Beine erneuern? So was taugen Sie eigentlich? Bringen Sie mir meine Medikamente! Aber ich... Räumen Sie den Mist hier weg. Jahrelanges Training für nichts. Ich wollte einfach nur Fußballprofi werden. Und besser als mein Vorbild. In diesem Scheißunfall geht's nicht!
Hallo, ich bin... Ja, ich weiß schon, wer Sie sind. Sarah Klingbeck. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bitte schön. Möchten Sie was trinken? Ich nehme gerne ein Glas Wasser. Ja. Gerne. Ah, Fußball. Wer spielt denn da gerade? Dortmund. Sind Sie für Dortmund? Ich setze mich mal hin, ja? Ich bin hier, weil Ihre Eltern mich engagiert haben. Ihre Mutter macht sich unglaubliche Sorgen um Sie. Menschen in ihrer Situation denken immer, man wüsste nicht, wie es ihnen geht. Natürlich kann man sich sowas nur im Ansatz vorstellen, aber glauben Sie mir, ich weiß, wie Sie sich fühlen. Sie wissen Scheißdreck, wie ich mich fühle. Als ob ich irgend so ein Psychopath wäre, hetzt man hier eine Therapeutin auf mich. Als ob diese Assistentin nicht schon genug wäre. Und jetzt raus aus meinem Haus. Ich hatte selber einen Bruder, der in der Champions League gespielt hat. Er hatte auch einen schweren Unfall. Ich denke, Sie sind noch nicht so weit. Herr Schneider, ich habe diese gefunden. Ich gehe jetzt einkaufen. Vergessen Sie den Wecker nicht. Das kann doch nicht sein. Das ist mein Vorbild gewesen. Das ist Ihr Bruder? Vor seinem ersten Champions League-Finale hatte er einen schweren Unfall und endete so wie ich. Er begann Selbstmord. Hallo. Gott sei Dank. Danke. Also dann. Warten Sie. Ich habe mich Ihnen gegenüber falsch verhalten. Tut mir leid. Okay. Was für eine Art von Therapeutin sind Sie? Ich therapiere Sportler. Ehemalige Fußballer, Boxer, Schwimmer. Alles mit dabei. Alles Menschen, die aufgrund von äußeren Umständen ihre Leidenschaft nicht mehr nachgehen können oder ihren Beruf. Ich habe schon viele kennengelernt. Auch einigen geholfen. Nur mein Bruder, dem konnte ich leider nicht helfen. Geben Sie sich selbst die Schuld für den Tod Ihres Bruders? Ja. Er war mein einziger Bruder. Das gehört jetzt auch nicht hierhin. Ich bin auch nicht hier, um von Ihnen therapiert zu werden, sondern Sie von mir, wenn überhaupt. Ich muss jetzt auch los. Ich habe noch einen Termin.
Könnten Sie mir vielleicht Ihre Nummer da lassen? Falls irgendwas sein sollte. Falls irgendwas sein sollte, dann hat Maria meine Nummer. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Sehr gut, Maria. Maria, kannst du bitte die Tür aufmachen? Hallo, Herr Schneider. Hallo. Na? Wie geht's Ihnen heute? Den Umständen entsprechend ganz gut, würde ich sagen. Danke. Und selbst? Ganz gut, danke. Das Wetter draußen ist wunderschön. Ich mag solche Tage. Wollen wir einfach mal loslegen? Von mir aus fangen Sie an. Okay. Was wären Sie denn geworden, wenn Sie kein Fußballer geworden wären? Trainer? Trainer, ja. Und abgesehen von dieser ganzen Fußballsache? Was ganz anderes, etwas, das sie erfüllt, etwas, das sie mit Freude ausfüllt. Da gibt's nichts, wofür ich sonst brenne, nee. Fußball war immer meine Leidenschaft. Fußball war mein Leben sogar. Ich glaube, wir sollten die heutige Sitzung nach draußen verlegen. Es ist an der Zeit, etwas zu finden, das ihnen Spaß macht. Na, was sagen Sie? Kommen Sie schon. Ja. Ich hol Ihre Jacke. Ja, ja. Weil hier gibt es so schnell keinen Weg zurück. Okay, wenn es sein muss. Da, wo wir hingehen, gibt es sehr viele Vögel. Und einen schönen See. Wow. Und Frauen. Kommen Sie, wir holen Ihre Jacke. Ach, schauen Sie mal da hinten. Das sind Graugänse. Wussten Sie, dass sie ihr Leben lang zusammenbleiben? Wenn sie sich einmal gefunden haben, dann geht keiner mehr weg. Könnten wir Menschen uns eine Scheibe von abschneiden? Wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Aber nenn mich doch einfach Lukas. Sarah. Wie war dein Bruder privat eigentlich? Also, wenn ich fragen darf. Weil er war immer mein größtes Vorbild. So, ich find's halt voll krass, dass es ihr Bruder ist. Dein Bruder. Entschuldigung. Er war einfach der Beste. Er war schnell, der hatte eine gute Ballkontrolle. Er hatte Übersicht, er wusste immer in jeder Situation sich zu helfen. Und zu dem Talent dann auch noch so bodenständig zu sein, das war, also es war wirklich bewundernswert. Ja, bewundernswert. Eigentlich sind wir doch hier, um über dich zu reden, oder? Er war ein toller Kerl. Seine Familie geliebt, den Sport, den Fußball. Hat sich auch viel engagiert für Jugendliche mit psychischen Erkrankungen. Vielen geholfen. Weißt du, mein Bruder hat sich nicht umgebracht, weil er nicht mehr Fußball spielen konnte. Von den Medien wird immer alles anders dargestellt.
Aber eigentlich hat er sich umgebracht, weil er keine Last sein wollte. Weder für mich, noch für die Familie. Für keinen. Ich sag immer, egal wie beschissen die Situation ist, du musst das Beste aus ihr machen. Und am besten jetzt sofort. Wow, wow. Wären wir. Ich würde sagen, wir haben heute richtig gute Fortschritte gemacht. Finde ich auch, ja. Dankeschön auf jeden Fall. Nicht dafür. Gut, dann sehen wir uns zur nächsten Sitzung. Oh, mein Handy. Warte, ich mach das. Warte. Jetzt. Entschuldige. Kein Thema. Wieso machst du das? Du hast gesagt, ich soll aus jeder Situation das Beste machen. Ah ja. Dann lernst du ziemlich schnell. Guter Schüler. Also ich hatte ganz spontan morgen Abend noch einen Termin frei. 19 Uhr. Ja. Den nehme ich in Anspruch. Okay. Dann sehen wir uns morgen Abend. Bis morgen, 19 Uhr. Gut. Dann bis dann. Komm gut nach Hause. Ciao. Herr Schneider, Sie müssen Ihre Medikamente nehmen. Ja, natürlich. Ich komme. Maria! Machst du bitte das Essen fertig? Sarah kommt in einer Stunde. Hi, bei mir dauert es ein bisschen länger. Alles gut. Hi. Hi. Wow, hast dich schick gemacht. Ist das hier ein Date oder eine Sitzung? Das gleiche könnte ich dich zurückfragen. Wow. Du siehst toll aus. Danke. Dann würde ich sagen, komm erst mal rein. Fühl dich wie zu Hause. Ich muss schon sagen, du bist echt ein spezieller Patient. Das kann ich nicht abstreiten, ja. Hast du hier nachher noch einen Termin? Also, um ehrlich zu sein, habe ich mir die ganze Nacht freigenommen. Spezielle Patienten, spezielle Zeitpläne. Sehr gut, sehr gut. Das Essen war echt lecker. Danke. Kein Problem. Ich fand's im Allgemeinen ein richtig schöner Abend. Mir leid. Ich muss jetzt erstmal was sagen, bevor das hier weitergeht. Ich bin keine Psychologin. Nach deinem Unfall hat deine Mutter mich kontaktiert, weil sie wusste, was mit meinem Bruder passiert ist und sie sich einfach solche Sorgen um dich gemacht hat. Sie
Sie wusste einfach keinen anderen Ausweg. Und ich wollte meine Erfahrungen mit ihr teilen und dir. Ich wollte einfach nicht, dass noch jemandem dasselbe wie mein Bruder widerfährt. Aber das hat keiner so geplant. Wir haben nicht mal im Ansatz irgendwie daran gedacht, dass so etwas daraus werden könnte. Das ist kein Fake, das ist alles echt. Danke. Guten Appetit. Mein Bruder wollte immer nur, dass ich glücklich bin. Bist du's? Und? Bist du glücklich? Hallo, ich bin die neue Pflegeassistentin. Dürfte ich reinkommen? Herzlich willkommen. Ich hab's schon erwartet. Lieber Herr Schneider, all die Jahre habe ich mich um Sie gekümmert, ohne etwas zu sagen, obwohl Sie mich sehr schlecht behandelt haben. Dennoch habe ich Sie sehr geliebt. Sie waren der einzige Mensch, den ich je hatte. Bitte verzeihen Sie mir, ich konnte es nicht ertragen, Sie mit einer anderen glücklich zu sehen. In Liebe, Maria. Du schaffst es, Sarah.